Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich lese ja mal ganz kurz vor nochmal, was hier der Fuzzi zu mir gesagt hat. Ich empfinde keine Gefahr und bin kurz davor wieder zu gehen, als die Kreatur auf mein Multiwerkzeug deutet. Sie bellt besorgt und deutet mit einer Geste an, dass ich es ihr übergeben soll. In der letzten Folge haben wir schon überlegt, was passiert. Ich meine, das Spiel wird mir jetzt ja nicht das Hauptwerkzeug, das wäre so, als würde man mir in Minecraft den Arm abhacken. Das Werkzeug, das craftet man noch nicht, das hat man einfach. Man kann das nur upgraden. Ich gucke, was passiert. Der Krieger nickt zufrieden. Er bietet mir ein verbessertes Ersatzmultiwerkzeug an. Ha! Geil. Hat sich also... What? Alter, what? Das ist ja mal hammerkrank. Kann ich das kaufen? Oder schenkt er mir das? Alter! Okay, ja, vergleichen? Der ist offensichtlich. Das schenkt er mir einfach! Es hat... Der... Cooler Typ. Das lohnt sich ja richtig, die Leute anzugucken. Der hat mir einfach seine Waffe gegeben. Und mein Ansehen bei den Viechern hat sich noch verbessert. Ey, cooler Typ. Warte mal, ich quatsche nochmal an. Connor kriegt mal wieder den Hals nicht voll genug. Mitsingen. Der Krieger scheint in eine Art Trance zu verfallen. Es scheint, als wäre es unklug, ihn weiter zu stören. Mitsingen oder leise gehen? Was meinst du, Jona? Soll ich mit ihm mitsingen oder soll ich leise gehen und ihn in Ruhe lassen? Ist ja richtig hier... Richtig, Ich würde ihn leise alleine lassen. Ja, sicher? Oder weißt du, da wach singen mit. Obwohl ich mal, ja komm. Ja, das ist echt. Also bei der Waffe war es jetzt so, gut, wir geben ihm die mal, das Spiel wird mir, wie gesagt, hier nicht wegnehmen. Aber hier ist jetzt wirklich so, was passiert? Wir machen mal mitsingen, komm. Und? Ich versuche nachzuahmen, aber mein Hals ist dazu nicht in der Lage. Trotzdem scheint er meine Bemühungen anzuerkennen. Sehr gut. Okay. Also mein Ansehen scheint wirklich hier. Was ist das hier? Zu steigen. Eine Sammelstelle, was ist denn das hier schon wieder? Ach, hier kann ich auch was verkaufen. Hat das denn hier mehr Wert? Guck mal ganz kurz. C. Rotate. Was bringt denn hier zum Beispiel das Kupfer? Genauso wenig. Aber Alter, das bringt ja richtig. 75%. Das ist ja richtig gut im Kurs hier. Aber leider habe ich das alles nicht. Der Kurs ist hier real. Also das ist ja wirklich... Oh. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was hier, wie sehr es bringt, sich mit den Leuten zu unterhalten. Der Typ hat mir vorhin auch irgendwas gegeben hier. Das habe ich dann gerade. Konrad erkennt, dass Kommunikation der beste Weg ist. Ja, ich hab dem vorhin einfach was gegeben und dafür hat er mir auch was gegeben. Tauschhandel. 1000, oh, das ist mir nicht teuer. Um Hilfe bitten. Wir gehen einfach mal weg, hoffentlich ist er da nicht eingeschnappt. Nö. Naja. Ich grabbel hier einfach mal alles an, was hier rumliegt. Aber das ist ja wirklich, wirklich wahnsinnig. Von wo kam ich überhaupt? War ich hier schon? Oh Gott. Ich glaube, hier braucht man was. Ja, ja. Hier braucht man ein Atlas Pass V3. Daran kann ich mich erinnern. Das war irgendwie damals in dem alten Let's Play auch mal so gefühlt. Erreicht man das niemals. Ich glaube, das haben sie mittlerweile auch so hinbekommen, dass man diese Sachen hier auch irgendwann mal bekommt. Das war irgendwie einfach alles. So, aber ich will ja. Was wollte ich überhaupt? Achso, ich wollte die Missionstafel. Ja, Missionstafel. Ich gucke mich nochmal ein bisschen um hier. Waffenterminal. Sagst. Kann ich. Weiterreden oder was? Warte. 2 Millionen kostet diese Pistole. Leck mich am Arsch. Also anscheinend ja. Diese Handelsterminal, also diese komischen Raumschiffe hier, diese, wie heißen denn, diese Frachter, nee, wie auch immer, das scheint wirklich. Ist richtig Leben unterwegs. Vielleicht hat sie ja mal Han Solo angefasst. Ich weiß es nicht. Gegen was? Nanithaufen gegen Baupläne handeln. Jo, komm. Die habe ich zwar auf eurem eigenen Raumschiff gefunden, die Nanithaufen, aber... Okay, kann ich nicht. Habe ich nicht genug. Wie viel habe ich denn? 26? Oh, scheiße. Kampfvisier. Was es alles gibt. Ich flippe aus. Was ist das hier für ein Typ? Technologiekaufmann. Was kann man denn hier... Der Krieger bietet mir Baupläne an. Ah ja, das hatten wir ja schon eben. Aber ich glaube, dass ich nicht genug Nanithaufen habe. Nein. Teleport im... Oh, hier gibt es Wirtschaftsscanner bei ihm. Konfliktscanner. Was es alles gibt. Fast wieder lustig. Was ist das hier?
noch ein Technologiekaufmann. Die scheinen wirklich alle hier verschiedene Sachen anzubieten. Osmotischer Generator. Nautilon kann... U-Boot-Waffen. Es gibt U-Boote. Okay. Gab's früher auch nicht. Ist das hier für einer? Noch ein Technologie... Sicher. Ja, ich glaube, das gab's früher alles nicht. So, ja, komm. Ich will einfach mal gucken hier, wie damals bei Echo. Was erwartet uns in Zukunft? Neutralstimulator, Exo-Anzug-Upgrade. Habe ich in einer der letzten Folgen gesagt, das hätte ich irgendwie gerne, dass es mal ein bisschen schneller ist. Effiziente Wasserdüsen. Jetpack-Upgrade. Okay, also bei ihm kann man also sein Jetpack upgraden. Was haben wir hier? Aussehen-Modifikator. Das ging früher auch nicht. Jetzt kann ich auch noch ändern, wie ich aussehe. Da kann man sich ja wieder stundenlang mit beschäftigen. Ah ja, hier kann ich meinen... Aha, Reisender. Wer sieht denn eigentlich, sieht der am besten aus, ne? Der sieht halt aus wie ein Mensch einfach. Warte mal. Kann man den drehen? Kamerad... Ah ja, so. Hier gibt es ja so verschiedene außerirdische Formen. Ja, komm, wir nehmen einfach den. Da bin ich dann doch zu Mensch, dass ich da so einen Verrückten nehme. Was haben wir hier für eine... Oh, der sieht geil aus. Kostet das was? Oder kann ich den einfach so... Der weiße Anzug sieht richtig geil aus. Nehmen wir mal Körperform. Wie sehen wir denn aus? Klein, dick... Oh, das sieht sehr weiblich aus. Also nicht das kleine, dicke, sondern das andere. warte mal. Ja, das ist normal. Kopfform? Helmtyp. Kann man auch ändern. Was haben wir denn hier so? Also ein weißer Raumanzug. Ich musste gerade... Jona, kennst du... Oder hast du schon mal damals... es gab so ein Handyspiel von Iron Man. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, ob das einfach nur Iron Man hieß oder so. Das war halt so ein... kenn ich nicht. So ein Ausweichspiel. Und da gab es halt auch die ganzen Iron Man-Anzüge. Die konnte man sich natürlich dann auch alle kaufen und so weiter. Und da gab es... Alle 40 oder wie? Ja, ich weiß. Ich glaube, da waren auch Anzüge, wo ich gar nicht wusste, dass die existieren. Also die sind im Film irgendwie auf meiner Meinung nach nicht vorgekommen. Und da war auch so ein weißer Anzug. An den muss ich hier gerade denken. Der sah so unfassbar... So unfassbar cool. Das sieht so krass aus, dieser Helm. Male, was ist denn das hier? Meint er jetzt mit Male im Sinne von so Muttermale, oder? Ach, jetzt kann ich die Farbe hier auch noch ändern. Ach so, ich kann also entweder den Raumanzug an sich komplett zu ver... Ach, das waren Voreinstellungen. Jetzt verstehe ich das auch. Na, ich warte, will das natürlich hier alles einzeln machen. Gucken wir uns nochmal an. Kurz noch mehr sticken. Die Zeit nehmen wir jetzt uns mal hier, dass wir uns mal ein bisschen umgucken, was es so hier für geile Raumanzüge gibt. Weiß ich nicht, der sieht gut aus. Und der hier. Der sieht irgendwie so arabisch aus. Gefällt mir richtig gut. Was ändert sich jetzt hier? Ach, da die Farbe, ne? Nö. Hat irgendwas... Ach, da oben. Ja, jetzt sehe ich, was sich ändert. Jetzt sagen wir, nehmen... Dreh dich mal, Junge. Wir nehmen das hier, ne? Da hat sich oben am Helm was, genau. Die Primärfarbe ist natürlich weiß. Sekundärfarbe... Orange-weiß. Ich glaube, so sah der Anzug von Iron Man damals auch aus. Akzentfarbe. Warte mal, was ist da? Akzentfarbe? Vorne. Aber wenn ich jetzt hier die Sekunde... Ne, das ist zu krass. Lassen wir lieber weiß... Oder machen wir das lieber weiß... Kann man sich wirklich stundenlang mit beschäftigen hier. Eigentlich ist das wirklich immer gefährlich. Nee, wir machen das so rum. Das sieht cool aus. Okay. Kopf haben wir. Torso. Was gibt's denn da so für Torso-Stile? Das sieht aus wie ein Assassin's Creed, Alter. Aber ich würde sagen, wir nehmen den hier. Was hat er so für Designs? Das hier, oder? Oder das hier? Ich würde sagen, das hier. So, Primärfarbe ist klar. Sekundärfarbe machen wir... Nee, das sollte schon grau bleiben. Was ändert sich hier? Da hinten, ne? Die Dinge an den Seiten. Würde ich vielleicht auch, orange machen. Ja. So, Panzerung. Ach, das ist das Ding da vorne. Okay. Was ist... Es gibt so viele verschiedene Sachen hier. Das ist ein Pirat. Das sieht aus wie Iron Man. Das will ich... Das ist jetzt... Weiß? Oh.
Weißt du, wahrscheinlich bin ich jetzt hier stundenlang in diesem Editor und dann fällt mir auf, dass das alles irgendwie Geld kostet. Das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Okay, ich würde sagen, dann lassen wir mal komplett weiß. Ja, so ist gut. Handschuhe. Gibt's auch verschiedene. Ja, ich würde sagen, wir nehmen die ganz normalen. Obwohl die auch, warte mal, die werden nicht die Primärfarbe. Ne, da ändert sich leider gar nichts. Ne, da gar nicht, ne. Dann nehmen wir die normalen hier natürlich weiß und Akzent wieder orange. Beine. Was gibt's denn so für Beine? Aha, aha. Alter. Was ist denn das für ein Stil? Wieder irgendwas Piratenmäßiges. Ich glaube, ich würde einmal das Ding hier nehmen. Primärfarbe weiß, ist klar. Akzentfarbe orange. Okay. Stiefel. Gibt's denn hier auch Piratenstiefel? Tatsächlich. Die sehen auch wieder so ein bisschen strange aus. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Akzent orange. Jo. Und den Rucksack. Last but not least. Ist ja verrückt aus. Ist auch verschiedene LEDs. Nee, Quatsch. Verschiedene. Ich würde sagen, wir nehmen den. Primär, klar, weiß. Sekundär, grau. Und Akzent würde ich wahrscheinlich wieder... Obwohl, das sieht auch geil aus. Akzent? Wo ist denn der Akzent? Da oben. Würde ich wahrscheinlich orange machen. Ja, super! Stimmt ja, es gibt ja keine Stürme mehr. Stürme? Ja, in dem Spiel gibt es auf einigen Planeten Stürme und da fliegen Bröckchen durch die Gegend und wenn du von so einem Bröckchen erwischt bist, dann bist du tot. Okay. Also nicht für immer, dann stirbst du halt und musst wieder... Für immer. Spiel gelöscht automatisch. So, ich glaube, ich bin sehr zufrieden. Kostet das jetzt irgendwas hier? Ich konnte einfach so kostenlos mein Aussehen ändern. Hammergeil. So, es hat wahrscheinlich jetzt ewig gedauert. Aber ich habe immer noch nicht die Missionstafel entdeckt. Das macht mich ein bisschen traurig. Irgendwie müsste es hier eine Missionstafel geben. Bei dem Typen war ich schon. Hier können wir noch ein bisschen klauen. Ne, können wir nicht. Gut, dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Also diese Raumstation, ich bin wirklich absolut überrascht, wie geil das hier ist. So. Komme ich da hoch? Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, oder... Weiß ich nicht. Ich muss ja noch. Bist du mehr gerade in einem Gameflow? Ja, das ist leider, wie gesagt, also es gibt nicht viele Spiele, wo man nebenbei quatschen kann. Das haben wir mittlerweile schon festgestellt über die Jahre. Ich muss natürlich alles hier kommentieren. Was haben wir denn hier noch? Ach, ich glaube, hier war ich schon, ne? Hier haben wir wieder was geklaut, genau. Hier kommen wir nicht durch und hier gibt's nichts. Okay. Ich muss diese Missionstafel. Hier war das Terminal. Hier, was haben wir hier? Den Soldat. Ich glaube, mit dem haben wir schon geredet, ne? Der hat uns nur weggeschickt. Mit dem haben wir, glaube ich, auch schon geredet. Wir gucken nochmal. Doppelt hält besser. Vielleicht schenken die uns noch irgendwas. Nö. Was haben wir hier? Scheiße, ist das Team. Kadett. Ein Gildengesandter. Der sieht ja auch aus wie ein König hier. So, was willst du von uns? Die Worte Lebensform sind zwar unklar. Okay, ein Gesandter der Händlergilde. Aha. Aber sie haben kein großes Interesse an mir. Wahrscheinlich muss ich mir erst einen Ruf erarbeiten, nehme ich an. Gibt es hier irgendwo eine Mission? Das hatten wir schon. Hier stehen so viele Menschen rum. Die muss ich jetzt alle einzeln anquatschen. Das dauert wahrscheinlich ewig. Er nennt mich Eindringling. Ein Geschenk anbieten habe ich nicht. Nach dem Weg fragen will ich nicht. Okay. Okay. Mal ein bisschen die Einwohner hier ein bisschen nerven. Applaudieren! Ich bin es gewöhnt, Bellen und kehlige Rufe von diesen Lebensformen zu hören, aber dieser versucht anscheinend zu pfeifen. Komm, wir applaudieren mal. Oh, er mag das nicht. Oh, er mag das nicht. Nicht gut. Schüchterner Typ. Okay, und hier, was willst du? Er nennt mich Eindringling. Er scheint weniger aggressiv zu sein, okay. Geschenk habe ich nicht. Nach dem Weg fragen. Komm, wir fragen mal. Oh, eine Wegbeschreibung zu einem interessanten Ort. Ein außerirdischer Monolithen. Ja, dann frage ich den anderen auch nochmal nach dem Weg. Das ist ja Wahnsinn, wie sich das Spiel hier zehnfach abspaltet. Und man... Was haben wir hier? Nach dem Weg fragen? Auch. Was bietet er mir an? Eine Absprungkapsel. Also das ist ja wirklich Wahnsinn hier.
Also ich bin heute richtig kooperativ hier in Game. Was hat er hier? Das Gerät anstupsen. Was hat er? Er scheint mit seinen Gedanken bei dem kleinen Gerät zu sein, das er hält. Komm, wir sind mal mutig und stupsen das mal an. Oh, er freut sich darüber. Ich frage mich, was ich da ausgelöst habe. Aber ich habe nichts geschenkt bekommen. Schade. Okay. Hoppala. Jetzt sehe ich gar nichts hier gerade. So, was hat er? Er hat kein... Das ist auch schön. Der Krieger gibt zu erkennen, dass er momentan kein Verlangen hat, mich zu töten. Das ist ein nettes Statement. Okay. Was will er von mir? Okay, ich kann ihm was geben. Habe ich leider alles nicht. So, haben wir noch einen? Der sieht auch wieder nett aus. Kapitän. El Capitano. Er macht Knurrgeräusche. Nach Weg fragen. Was hast du mir denn anzubieten, Kollege? Und zwar ein... Nichts gefunden. Cooler Typ. Guter Kapitän. Er bietet mir was an, aber das hat keinen Inhalt. So, was haben wir hier für einen? Er hat auch kein Verlangen, mich zu töten. Das ist beruhigend. Aber anbieten kann er mir auch nichts. Okay, und du? Die aussehen, Alter. Alles Gute wünschen. Komm. Was hat er denn? Obwohl er dieselben Gesichtszüge und die aggressive Haltung wie der Rest seiner Gattung, strahlt irgendwas an diesem Krieger eine sanfte, friedliche Zufriedenheit aus. Alles Gute wünschen. Komm. Er nickt mir gelassen zu. Ich spüre ein starkes Gefühl der Ruhe. Schön. Aber weiter nichts. So, mit denen habe ich, glaube ich, schon gequatscht hier, ne? Ich glaube, so langsam müssen die auch denken, was ist das für ein Vogel, der hier alle Leute anquatscht. Units anbieten. Nee, ich tausche mit denen. Das ist mir zu riskant. Ich habe jetzt kein Geld. Und ich habe immer noch nicht das Handelsterminal, das Missionstafel-Ding gefunden. Vielleicht gibt es das auch einfach gar nicht. Vielleicht ist es... Oh, Reisemeilenstein. Achso, weil ich wieder 1000 Schritte gelaufen bin wahrscheinlich, ne? Ja. So, wir gucken nochmal hier in das Handelsterminal. Also, was bringt Geld? Lebende Perle. Wo habe ich das überhaupt her? Sternknolle, magnetisiertes... Oh, lol. 49.000 verkaufen, wo habe ich denn das? Was ist denn das hier? Wiederhergestellte Technologie. Ein Bauplananalysator wird nützliche Technologie enthüllen. Das ist natürlich jetzt echt doof, wenn man hier so coole Sachen hat. Und die theoretisch verkaufen könnte, man will sie aber selbst behalten. Das will ich, da verkaufe ich lieber irgendwelche Erze. Leider ist das natürlich ein weiter Weg, bis man da 90.000 hat. Ich glaube, ich werde einfach bis mit dem Raumschiff rumfliegen und ein bisschen was abknallen von den Asteroiden. Dann kriege ich, glaube ich, genug. Denn dieses tolle, wiederhergestellte Technologie-Ding, das wird ja sicherlich nicht umsonst so viel wert sein. Ja, komm. Das ist jetzt... Kann ich mir das ausreden, wie viel ich brauche? Ich brauche also... Was brauche ich? Ich habe 16.000 Units. Ich brauche, glaube ich, wie viel waren das? 92.000? 92.000? Warte mal, das stand doch da. 95.000. Das heißt, ich brauche fast 80.000. Okay, wenn ich 80.000 brauche... und was war das hier? Was ich kriege? Das Eisen. Wo war das Eisen? Eisen, 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 Eisen. Kobalt ist auch nicht schlecht. Kann ich leider auch nicht... Irgendwo war doch hier das Eisen. Bin ich doof? Hä, kann es sein, dass er gerade in der Zeit, wo ich nicht da war, dass er irgendwie sein Angebot geändert hat? Irgendwas hat er mir doch 10.000... Ich kann mich daran erinnern. Irgendwas hat mir 10.000 gebracht. Vielleicht sollte ich nochmal wieder weg. Hä? Maxi war verwirrt. Und das Ding, was er mir für 50.000 eben abkaufen wollte, ist auch nicht mehr da. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich gehe nochmal rein. Habe ich vielleicht Kaufen und Verkaufen verwechselt? Das kann natürlich sein. Jetzt bin ich wieder...